Moin moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Wir fangen heute mit einem neuen Spiel an und ich habe die, ich habe das Steam Deck für mich entdeckt und damit habe ich auch wirklich die letzten Monate verbracht. Ich habe eine Auszeit genommen von YouTube und einfach gedacht, so 8 Wochen mache ich mal nichts und bin jetzt wieder, ja, habe sozusagen wieder Lust anzufangen. Und wir fangen das gleich mit diesem Spiel hier an, Dave the Diver, was ja eigentlich recht hoch eingestiegen ist in den Steam-Charts. Und es läuft anscheinend perfekt auf dem Steam-Deck. Deswegen wollen wir es gleich mal hier testen. Ich habe die ganze Chose auf Deutsch eingestellt. Wir fangen einfach mal an. Los geht's. Neues Spiel. Ach, Pixel-Grafik mag ich irgendwie. Bei einigen Spielen, nicht bei allen. Bei einigen Spielen ist das wirklich super. Okay. Na, da fleht's da gut in der Sonne da. Wer ist es? Oh. Oh, da ruft der Chef an, wer ist das? Jam, jam, denkt er sich. Könnte auch so eine gute alte C64-Grafik sein gerade. Ja, beziehungsweise Amiga 500 eher. Da ist er, Dave the Diver. Das Ganze ist ein Rollenspiel-Restaurant-Management-Mix. Bin mal ein bisschen gespannt. So, wir schauen uns ganz in den Intro mal an. Mal sehen, wo der gute Dave landet. Immer wieder interessant, wie die Leute, auf was für Leute oder was für Programmierer, so auf welche Ideen sie kommen, um irgendwie ein Spiel rauszubringen. Ich meine, wenn wir das hier angucken, das Intro, kann ich euch kurz erklären, warum ich so lange weg war. Das hat einfach einen Grund, dass ich einfach, wie gesagt, eben nicht so viel Lust hatte und auch nicht so viel Lust am PC zu sitzen. Ich meine, mein Arbeitsalltag findet schon am PC statt und irgendwie hat mir der PC jetzt wirklich, habe ich wirklich satt gehabt. Aber ich habe mir das Steam Deck geholt, weil ich doch noch ein paar Spiele spielen wollte und das habe ich halt die ganze Zeit nebenbei gemacht. Ich habe Steam Deck Spiele gespielt, Switch Spiele und ich muss zugeben, der Handheld-Bereich ist immer noch irgendwie das Schönste. Jetzt muss ich auch zugeben, jetzt ist natürlich auch Zelda rausgekommen, was ich auch sehr lange gespielt habe, aber warum soll ich das, ganz ehrlich, warum soll ich das irgendwie let's playen? Jeder Hans und Franz macht das. Das macht keinen Spaß. Deswegen werde ich mich aber weiter auf Handhelde konzentrieren. Das heißt, es werden nicht mehr so viele PlayStation- und Xbox-Spiele kommen. Oh, jetzt geht's los. Oh, Dave, du bist aber schnell hergekommen. Naja, ich wurde gebeten, mich zu beeilen. Ich war gerade im Urlaub, weißt du? Oh, und wo ist das ganz tolle Sushi? Haha, keine Eile. Seh dich erst einmal um. Schau dir mal dieses riesige blaue Loch an. Sowas habe ich noch nie gesehen. Es ist nicht nur groß. Jedes Mal, wenn man das riesige blaues Loch betritt, okay, verändert sich sein Terrain und seine Ökologie. Und das ist eine brillante Geschäftsmöglichkeit. Was für eine Art Geschäft? Lass uns später darüber reden. Ich habe gehört, du bist länger nicht mehr getaucht. Vielleicht solltest du erstmal wieder etwas üben. Von hier ab werde ich dich durchführen. Nun zu, gehe hinein. Ich habe irgendwie kein gutes Gefühl dabei. Prolog. Eine Sushi-Bar am blauen Loch. Versuch, den Pfeil mit L zu bewegen. Und dann kann ich auch losdrücken, okay. Ah, okay. Und Dave, jump! Mit einer Länge von 15 Meter lebt er zwischen Seeanemonen in Korallenriffen. Ach, der kleine Nemo. Oh, da bin ich mal reingestürzt. Nicht schlecht. Huch. Oh, du bist noch gut in Form. Okay, aber das war erst der Anfang. Jetzt frage ich mich, wie redet er mit mir? Ich bin ja unter Wasser. Naja. Beweg dich zum markierten Bereich. Mit LT kannst du dich schneller bewegen, aber denk dran, schnellere Bewegungen verbrauchen mehr Sauerstoff. Und Sauerstoff ist da? Okay, da geht wirklich viel Sauerstoff weg. Gut, deine Fähigkeiten sind noch alle die alten. Deine Bewegungen sind so flink wie ein Frischwasseraal. In Notfällen könntest du dein Tauchermesser einsetzen. Setz ihn einmal gegen kleine Fische ein. Du kannst ihn per B-Taste benutzen. Ah, okay.
Gut gemacht. Schnell und sauber. Und schlussendlich, du hast doch nicht vergessen, wie man die Harpune benutzt, oder? Die Harpune? Naja, ich habe sie lange Zeit nicht mehr einsetzen müssen. Wie war das noch gleich? Erst zielen, dann... Du brauchst wohl wieder eine Auffrischung. Setz deine Harpune ein, um, sagen wir, 3 Fische zu fangen. Ziele mit A und schieße mit RT. Versuch es nun selber. Okay, das ging nicht. Ah, okay, muss ich dran sein. Ein Fisch. Warte. Ja? Ein zweiter Fisch. Perfekt. Und noch ein. Ja? Ups. Du wirst in kurzer Zeit wieder den Bogen raus haben, da bin ich mir sicher. Okay, komm fürs Erste zurück ins Boot. Das war gar nicht so schwer. Oder? Ja, ganze Chose, wie ihr seht, läuft natürlich mega flüssig auf dem Steam Deck. Wird auch mega flüssig auf der Switch laufen. Pff, wird sogar vielleicht sogar auf meinem Handy, auf dem alten Nokia-Handy flüssig laufen. Aber immerhin zeigt wieder, das Steam Deck ist für Spiele aller Art gemacht. Aber klar, das weiche Fischfleisch mit saftigem Reis. Oh Mann, Sushi ist lecker. Aha, dann hören wir gut zu. Ein Freund von mir war früher ein Sushi-Koch, hat aber sein Geschäft für eine Weile aufgegeben. Er hat ein loses Mundwerk und ist ein etwas schwieriger Typ, aber sein Talent ist unübertroffen. Und nun habe ich ihm ein Restaurant eröffnet, um ganz spezielle Sushi zu verkaufen, und zwar direkt hier. Unser Sushi ist aus frischem Fisch gemacht, der direkt im blauen Loch gefangen wird, wo sich Fische aus aller Welt tummeln. Was meinst du, ist das nicht die beste Idee für eine Sushi-Restaurant überhaupt? Ja, mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Haha, bestimmt also. Willst du bei diesem Spannabenteuer dabei sein? Was meinst du? Naja, also ich esse gerne, aber ich habe keine Ahnung vom Kochen. Nur keine Sorge, das Restaurant ist schon startklar. Du brauchst nur zu tauchen und die Zutaten zu beschaffen. Das klingt doch gut, oder? Klar. Ich kann also so viel Sushi essen, wie ich möchte? Ja, sicher, aber du musst natürlich bezahlen. Kannst kaum erwarten, es mir anzuschauen. Das Sushi-Restaurant am Blauen Loch. Eigentlich war für heute die Öffnung geplant, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir das schon weit sind. Reden wir im Restaurant weiter. Okay. Komm zurück zum Restaurant. Okay. Gut. Ja, vielleicht soll ich mal ein Video machen, wo ich ganz viele Spiele vorstelle für die Switch. Für die Steam Deck. Hey, Bancho! Sind wir bereit, das Restaurant zu öffnen? Wie du siehst, ja, perfektes Timing. Oh, es ist schon fertig? Du. Du bist der Fischer, von dem Cobra geredet hat. Naja, ich bin eigentlich eher ein Taucher als ein Fischer. Ach so, also gut, es ist nett, ich kenn's, wenn ich bin Bancho. Du magst also auch Sushi, ja? Aber sicher, Thunfisch, Aal, Seeigel. Oh Mann, schon dran zu denken, lässt mir das Wasser im Mund zusammenlaufen. Du bist so mittelmäßig, wie ich dachte. Sushi ist ein Amalgam aus der Seele des Meeres und der Seele des Landes. Es symbolisiert Mutter Natur höchst selbst. Die meisten Menschen kennen nur die gewöhnlichsten Fischarten, so wie du. Ein Leben ohne die seltensten Fischarten gekostet zu haben, ist kein Leben. Es ist meine Berufung, alle Geschmacksrichtungen von Mutter Natur möglichst vielen Menschen zugute zu... Oh. Geht hier ab? Was passiert? Oh, alles kaputt. Ach Quatsch. Ein Erdbeben. Oh nein, unsere Inneneinrichtung ist total durcheinander geraten. Ja, ich glaube, wir müssen unsere Öffnung verschieben. Weißt du was? Ich habe mein gesamtes Vermögen in dieses Restaurant investiert. Jetzt werden wir die gesamten Reparaturkosten durch Einnahmen ausgleichen müssen. In diesem Zustand? Haha, am Ende zählt in diesem Restaurant noch nur immer der Geschmack. Erst brauchen wir Zutaten. Hast du irgendwas mitgebracht? Naja, ich habe etwas, das ich vorhin gefangen habe. Nur 3 Fische? Das wird nicht reichen, um genügend Gäste zu bewirten. Bitte, fang erst 7 weitere Fische. Ach und, das Restaurant wird immer nur abends geöffnet haben. Entgegen uns, dann nicht viele Einnahmen? Du meinst, wir sollten Gäste reinlassen, ohne uns vorher entsprechend vorbereitet zu haben, nur um ein bisschen mehr Geld zu scheffeln? Es ist die Pflicht eines Kochs, das bestmögliche Essen stets mit akribischer Präzision zuzubereiten, so wie ein Krieger sein Schwert an einen Wetzstein schärft. Während des Tages benötige ich Zutaten bester Qualität. Okay. Gut. Schauen wir doch mal. Ah, diese... Stimmen sollte man lassen. Bantio scheint sehr leidenschaftlich zu sein, was seine Arbeit betrifft. Er vermeidet es, über persönliche Dinge zu reden, aber über Sushi spricht er den ganzen Abend. So, voller Schwung habe ich Bantio seit dem Vorfall nicht mehr gesehen. Es tut gut, ihn so zu erleben. Was für ein Vorfall? Ups, nein, das hätte ich nicht erwähnen sollen. Jedenfalls brauchen wir noch mehr Zutaten. Fang also 7 Fische. Los geht's. Ups, schaffen wir. Und plumps. Europäischer Papageienfisch.
So, mal gucken, was wir da fangen können. Taucht doch im Wehren. So, wir gehen mal weiter runter. 7 Wäsche brauche. Oh, die darf man nicht berühren, okay. Oh, schon mal ein Fisch. Upsi. Keine Ahnung, fangen jetzt erstmal ein paar Fische, sieh mal welche. Den nehmen wir noch mit. Unten den Sauerstoff müssen wir beachten, der liegt jetzt bei 73. Ich kann ja schnell tauchen, dann geht er bloß schnell leer. Oh, da, guck mal da. Papageienfische. Oh, Mist. Oh, guck mal. Oh, was ist abgehauen? Warum das? Kann ich die noch nicht fangen, oder? Mist. Will ich den haben. Mist. Yes. Ah, aber man kann auch irgendwas drücken hier, damit das besser geht. Ah, perfekt. Guck mal, da haben wir noch schon ein paar Fische. Wie viel haben wir jetzt? Uns fehlen noch ein paar, okay. Noch einen Fisch und dann sind wir soweit. Oh Gott, das ist eine Muräne. Wollt ihr auffangen? Okay. Vielleicht eher nicht. Oh, okay. Die schnappt gleich nach uns. Oh, da ist was. Ah, das ist wahrscheinlich Sauerstoff, ne? Ja, perfekt. Ach, guck mal, da ist auch Gold. Kann ich da rüber? Da schwimmen wir mal rüber. Da sehe ich doch ein Goldkästchen. Oder was ist das? Yes, Gold. Ne, ein Hammer. Sag ich mal, Hammer. Ein Spielzeughammer des Schlafs. Ein Spielzeughammer aus Gummi errichtet der Fische an und kann aber Fische manchmal in Schlaf versetzen. Okay. Können wir damit auf den Kopf hauen oder was? Ist ja auch nicht schlecht. Den B jetzt auf den Kopf hauen? Okay. Mal hier runter. Mist. Habt ihr gesehen? Ist das so? Oh, kritische Tiefe. Okay, da soll er vielleicht runter. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Wahrscheinlich ist der Druck zu hoch dann. Aber hier ist noch eine Kiste, die holen wir uns noch. Ausrüstung gefunden. Was ist das hier? Ein silberner Schlüssel. Und das hier? Ah, das tut weh. Ich glaube nicht, dass man mit dem Handschuh... Mit diesen Handschuhen Segel einsammeln kann. Achso, brauche ich wahrscheinlich andere Handschuhe für. Okay. Gut. Was ist das? Ein Telefon? Ach, ist eine Fluchtkapsel. Okay. Ah, das ist noch eine Kiste. Die holen wir uns auch nochmal. Erstmal gucken, was im Topf ist. Schwarzer Essig. Okay, hier. Ne, kann ich auch holen? Doch, jetzt. Mal hier machen. Kupfererz, okay. Okay. Weiß soll ich was Neues machen? Oh, mein Sauerstoff geht langsam zur Neige. Beziehungsweise, naja, langsam. Ist noch die Hälfte da. Mist. Ja, ich habe ja noch ein bisschen Luft, 26, oder?
doch gar nicht, den muss ich doch kriegen, da den Fisch. Ah, oh, guck mal, das ist jetzt dran hier. Großer Fisch, da freut sich auch unser Koch auf jeden Fall. Was müssen wir nach oben? Verdiene 100 Gold, okay, das kriegen wir nicht. Oh, wir haben auch schwere Sachen dabei anscheinend. Okay. Zurück zum Boot. Gut. Mal sehen, was der Koch sagt zu den Sachen, die wir jetzt eingeladen haben da. Alles klar, du hast ja scheinbar einiges gefangen können. Wenn du so weitermachst, wird unser Geschäft brummen. Du meine Güte, so spät ist es schon. Wir müssen uns beeilen und alles vorbereiten. Geh doch bitte schon zur Sushi-Bar. Okay. Einiges gefunden hier. Wenn du dein Gewichtslimit überschreitest, wirst du langsamer. Wenn du noch stärker überschreitest, wirst du nichts weiteres tragen können. Okay. Übrigens kannst du nur zweimal pro Tag tauchen. Einmal morgens und einmal abends. Besorgst du immer vor der Abendessenszeit. Okay. Ab nach Sushi. Eine Sushi-Bar am Blauen Loch. Wie läuft es mit der Vorbereitung? Wir sind praktisch fertig. Das ist gut. Also auf einen erfolgreichen Abend. Und wo willst du jetzt hin? Hat Cobra es dir nicht gesagt? Ab jetzt sollst du mir in der Sushi-Bar helfen. Aber ich verstehe nicht. Cobra hat zu mir gesagt, dass mir jemand bei der Beschaffung der Zutaten und beim Servieren helfen würde. Ich müsste nur kochen, meinte er. Und wer sonst außer dir könnte damit gemeint gewesen sein? Moment mal, aber ich habe noch nie im Restaurant gearbeitet. Bald werden die ersten Gäste hier sein. Okay, ich werde dir einen Crashkurs geben, also pass gut auf. Was? Öffne die unten stehenden Zutaten. Hier kannst du nachsehen, wie viele Fische, Feldfrüchte, Soßen und andere Materialien du hast. Das reicht fürs Erste. Komm später noch einmal für mehr Informationen vorbei. Okay. Ich zeig dir jetzt, wie man Gerichte der Speisekarte hinzufügt. Neue Rezepte müssen der Speisekarte hinzugefügt werden, bevor sie Gästen serviert werden können. Für den Fisch, den du vorhin gefangen hast, gibt es ein Sushi-Rezept. Füge es der Speisekarte hinzu. Okay. Nur das. Alles klar, das war wohl nicht so schwer. Zutat auf Autokochen zu stellen, wird alles vereinfachen. Noch einmal zu mitschreiben. Nur Gerichte, die auf der Speisekarte stehen, können verkauft werden. Wenn du keine Zutaten mehr hast, musst du Gerichte auf der Speisekarte austauschen oder die fehlenden Zutaten beschaffen. Du kannst auch das Aroma der Gerichte veredeln. Wenn du genügend Zutaten hast, probier es einmal aus. Benutze jetzt die Zutaten, die du gefangen hast, um die Speisekarte so lang wie möglich zu machen. Okay. So, da kann ich machen. Wie lange willst du da rumstehen und dich unterhalten? Bring mir eine Tasse grünen Tee, ich bin durstig. Hast du schon einmal grünen Tee eingeschenkt? Nein, nur Limonaden und so. Ja, dann erkläre ich dir, wie man das macht. Geh erst rüber zur Cobra. Manchmal stellen Gäste Getränke. Eher um genau die richtige Menge grünen Tee aufzugießen. Oh! Was? Ich muss das in einem Rutsch machen? Okay. Oh, Kacke, Alter. Perfekt, guck mal. Grüner Tee-Inhalt. Okay. Gäste, die grünen Tee der Klasse gut oder höher getrunken haben, zahlen mehr. Haha, wie erwartet. Ist Bunches grüner Tee was ganz Besonderes. Dieser Tee macht Appetit. Gibt es auch etwas zu essen? Anspruchsvoll wie immer. Warum servierst du ihm nicht gleich etwas zu essen, wo du schon dabei bist? Warte, bis das Kochen beendet ist. Komm zu mir rüber, nimm das Essen. Du kannst sprinten, wenn du Speisen servierst. Hallo? Du hast das Paket letzte Woche verschickt, meinst du? Was um... Ich werde nachsehen. Cobra hat es nicht mehr angerührt. Er ist immer so leicht abzulenken. Das Essen? Wir können es nicht erneut servieren, also müssen wir es wegwerfen. Aber das ist doch Verschwendung, es ist einfach wegzuwerfen. Bei Bancho Sushi servieren wir nie dasselbe Essen zweimal. Alles klar, verstehe. Ah, okay. Vergiss nicht, Y drücken, nachdem du die Speisekarte fertig hast, um das Restaurant zu öffnen.
Machen wir auf. Gucken wir mal, wie das läuft. Open! Okay. Warte mal. Ich muss mal komische Moves machen hier. Das ist verrückt. Okay. Läuft das Wasser im Mund zusammen, sagt sie. Okay. Genau das ist es jetzt. Also kann ich das Menü auch ändern wieder? Müssen wir was runternehmen hier, ne? Aber das können wir nicht mal anbieten. Wieder neue Gerichte haben. Okay, Sache schon gelaufen, ne? Heute bereits geschlossen. Banjo Sushi geschlossen. Oh, ist auch ganz gut, oder nicht? Du hast die Flamme des Handwerkes erhalten. Also, eigentlich gar nicht so schlecht, glaube ich. Mal gucken. Puh, für heute ist die Arbeit endlich erledigt. Mein Rücken und meine Beine schmerzen. Du warst ein wenig ungeschickt, aber nicht schlecht für den ersten Tag. Gib dir beim nächsten Mal noch etwas mehr Mühe. Ich schätze, aus deinem Mund ist das wohl ein Kompliment. Ein Mann sollte keine Genugtuung aus einfachen Komplimenten ziehen. Ja, ja, schon klar. Wie du auch sei, ein Toast auf die Öffnung von Banjo Sushi. Ist doch gut. Oh, da kommt der Paketservice. DHL. PPL, schwöre. Oh nein. Oh. Es kommt wohl doch kein Paket an. Oh shit. Was geht denn da ab? Oder? Crazy. Da kommt einfach mal ein Kraken. Geh mal ran. Mann! Bist du der Mann, der hier rumgetaucht ist? Ja, ich denke schon. Ich hatte einen Typen erwartet, der professionell aussieht. Ich kann dich hören, das weißt du schon. Wie dem auch sei, kannst du etwas für mich tun? Solltest du mir nicht erstmal sagen, was du überhaupt bist? Ich bin Ellie, ich studiere Biologie an der Graduiertenschule der Universität der Philippinen. Ich bin nach Berichten über Anomalien in der Gegend hergekommen, um Nachforschung anzustellen. Zufrieden? Okay, okay, und was willst du? Ich würde gerne die Ökologie dieses blauen Lochs untersuchen. Besorge mir zuerst etwas Agar-Agar und roten Seestern. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, nur nach jeweils einem von beiden zu verlangen. Besorge mir zwei von beiden. Dein Ton, da will ich eigentlich gern ablehnen. Ich habe eine Belohnung, aber wenn du sie nicht willst... Eine Belohnung? Nun, ich habe nicht abgelehnt. Ich meine ja bloß, dass du hinterher fragen könntest. Wie du auch sei, beeil dich. Nicht trödeln. Okay. Dein Smartphone. Du kannst dein Smartphone nutzen, um auf verschiedene Inhalte zu greifen. Sieh, okay. Das Smartphone angucken. Oh, cool. Anrufe. Minispiele. Minispiele? Keine Spiele zum Spielen. Oh, schade. To-do. Guck, okay. Okay.
Ah, wenn's Wasser mit mir. Und Plumpsi. Ich glaube, ich kann meine Ausrüstung bestimmt später ein bisschen aufrüsten. Denke ich. Wird ja keinen Sinn ergeben, oder? So. Warum sehe ich denn mit? Das ist so ein Kochtopf. Da gucken wir nochmal nach. Das ist ein Stück Holz. Ich darf nicht so viel mitnehmen, kann ich nicht mehr tragen. War das nicht so? Oh. Oh. Der wollte mich schnappen, der kleine Mann. Oh. Was macht er? Kann ich den nicht? Oh, den kann ich glaube ich nicht. Oh Mist, der nervt mich gerade, der Fisch. So. Oh nein. Ich habe gar keinen Sauerstoff mehr gleich. Das ist ein bisschen blöd. Ja, die Luft wird knapp. Geil, ey. Ich habe nichts gefangen. Ich kriege auch hier nichts, warte mal. Hauptsächlich ein paar Sachen für. Gab's hier nicht noch irgendwo Sauerstoff? Ist auch zu gefährlich gerade, ne? Da. Das holen wir uns schnell. Da. Jetzt können wir wieder ein bisschen was sammeln. Mist. Da. Oh, was ist das? Ach, die sollen wir einsammeln, ne? Okay, was wollt ihr noch haben? Diese rote Seesterne. Warum nicht finde ich die irgendwo hier? Hier ist zumindest nochmal Sauerstoff, was ja nicht schlecht ist. Ach, guck mal, hier haben wir so ein. Okay. Ich kann kriegen. Oh. Wenn ich fangen kann? Da kommt ein scheiß Hai. Okay. Achso. Wenn ich wirklich um so schnell wie möglich zu deinem Boot zurückzukommen. Ah ne, jetzt noch nicht verwenden. Oh, ein paar Clownfische hier. So, den nehmen wir auch noch mit. Komm.
Rein da mit dir, mein Dings. So, perfekt. Okay, war dumm. So viel Fisch wie es geht mitnehmen. Man weiß ja nicht, inwieweit dieses Sushi-Restaurant da das braucht. Huch. Also wie viel wir da brauchen. Oh, hier ist noch eine Kitze. Machen wir mal auf. Ein Samurai-Schwert. Okay. Hm, geht nicht. Okay, jetzt müssen wir nach oben. Zack. Zum Boot. Gut, es war jetzt nicht so viel, glaube ich, aber immerhin ein bisschen. Vielleicht reicht es ja. Dave, konntest du dich gestern locker machen? Ich habe viele furchterregende Fische gesehen. Es wird nicht einfach sein, tiefer zu tauchen. Mir ist durchaus aufgefallen, dass die Fische im blauen Loch irgendwie eine boshafte Seite haben. Könntest du etwas geben, was sie verärgert? Wo wir beim Thema sind, du sollst zusätzlich zur Harpune noch eine Pistole mitnehmen. Eine Pistole? Ich habe einen Freund, der sich mit Schusswaffen auskennt. Ich werde ihn dir vorstellen. Wow, Cowboy, schon eine Weile her. Wer ist der schräg aussehende Typ neben dir? Tut mir leid, das war nicht gerade das Netteste, was ich zu einem Fremden sagen konnte. Ich bin Dave und von Beruf Taucher. Interessant, ich dachte Taucher seien athletisch und muskulös. Du scheinst mein Vorwissen zu widerlegen. Wer im Glashaus sitzt? Also worum geht's? Komm bitte gleich zur Sache. Ich habe ein sehr interessantes Geschäft begonnen, ne? Und jetzt brauche ich ein paar Waffen. Darf. Ich brauche deine Hilfe. Staffel 2 von Star Trek ist sowieso gerade zu Ende gegangen. Ich werde dir mal zuhören. In Ordnung, ich habe ein faszinierendes, riesiges blaues Loch entdeckt. Das Terrain und die Umwelt darin verändern sich jedes Mal, wenn du hineingehst. Seltsamerweise geht jegliche Ausrüstung, die du dort drinnen findest, kaputt, sobald man sie rausholt. Ich möchte, dass du uns eine Waffe baust, die im Inneren verwendet werden kann. Hm, das ist ziemlich interessant. Du hast sozusagen mein Interesse als Waffenforscher erweckt. Meine Hypothese ist, alles, was nicht aus dem Material des blauen Lochs besteht, weiter zerfällt. Das gilt besonders für Waffen, die aus Präzisionsteilen bestehen. Wir müssen die Materialien also selbst aus dem Meer holen? Dave, du wirst dich bei diesem Meister Duff als Taucher beweisen müssen. Ich weiß nicht genau, warum ich mich dir gegenüber beweisen müsste. Sag mir einfach, was du brauchst. Da du anscheinend überhaupt keine Waffen besitzt, fangen wir mit etwas einfacher an. Ich denke, ich benötige ein Seil und einmal Schrott. Du hast ihn gehört, Dave. Bring das. Übrigens, wenn du dir auf dem Halberstreck der Sauerstoff geht, schaffst du es nur mit einem Objekt zurück. Okay, denk immer dran. Okay. Gehen wir mal rein, ne? Darf ja nur 2 Tauchgänge machen, wurde gesagt, ne? Machen wir einen Tauchgang, machen wir nochmal. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Eine Sushi-Bar am blauen Loch. So. Also wir können es auch ein bisschen erwehren, ne? Guck mal, die brauchen wir auch. Haben wir schon mal einen roten Stern, dann brauchen wir noch einen zweiten. Hier einen finden? Na, hier glaube ich nicht. Okay. Zack. Gucken, was es hier noch so gibt. Dann wieder Hölzer. Brauchen wir aber nicht eigentlich, ne? Nehmen wir es trotzdem mal mit. Eigentlich brauchen wir es nicht. Also man sieht, ich darf 9 Kilo, darf ich... 9 Kilo, wie man sieht, darf ich mitnehmen. Aber mehr auch nicht. Über 2,3, also ein paar Fischlein sind noch drin. Und auch noch andere Utensilien, die wir hier finden. Gucken wir mal bei der Kiste. Hier haben wir schon mal eine Fluchtkapsel, was ja auch nicht verkehrt ist. Gummihammer. Ist das ein Stück Scheiße? Ah, ein Seil, okay. Brauchen wir noch Schrott? Brauchen wir noch Schrott.
So gar nicht. Man muss sie echt zweimal anpieksen, wenn man die einsammeln kann. Ist auch frech. Oh Mist. Warte mal. Kann auch richtig viel daraus machen aus den Fischen, oder nicht? Ist ja schon eine Wahnsinns... Ausbeute, oder bin ich jetzt verkehrt? Okay, ein bisschen so tief hier. Ein bisschen höher gehen. Es fehlt aber auch noch so ein beschissener Seestern. Aber hier ist noch einer, guck mal. Den nehmen wir noch mit. Da haben wir ihren Auftrag zumindest schon mal erfüllt. Da ist noch ein Seil. Das soll ich brauchen, wir brauchen noch Schrott. Aber wir holen uns mal einfach hier Sauerstoff und dann suchen wir, ob wir noch Schrott finden. Schrott müssen wir finden, um unsere Waffe zu bauen. Müsste doch möglich sein, hier irgendwas zu finden. An Schrott. Wir liegen schon bei 7,6 Kilo, das ist natürlich schon viel. Kann ich auch was rausschmeißen unterwegs? Wahrscheinlich nicht, ne? Aber da liegt das Schrott, das ist schon sauschwer. Das haben wir alles. Das hat gar nichts gewogen. Oh. Kann ich es einsammeln auch? Stachelfisch? Anscheinend. So, jetzt haben wir aber genug. Jetzt müssen wir leider nach oben. Sonst geht uns der Sauerstoff bald aus. Und dann sterben wir hier unten. Das wollen wir natürlich nicht riskieren. Dass wir nachher nur mit einem Teil nach oben kommen. Jetzt haben wir schon alles gesammelt. Gucken wir mal. War die Fluchtkapsel nicht hier vorne? Wir können aber auch direkt nach oben schwimmen, oder? Guck mal, kann nach oben schwimmen. Ist zwar sehr viel gerade, aber im Sauerstoff haben wir noch genug. Schaffen wir. Das schaffen wir. Guck mal, die Luft wird knapp. Ja, ja, wir gehen nach oben. Ab zum Boot. So, jetzt geht's, glaube ich, wieder ins Restaurant. Denke ich. Oh. Du hast sie tatsächlich zurückgebracht. Ich habe dich wohl unterschätzt. Gut, das sollte fürs Erste genügen. Ich gebe dir wie versprochen eine Belohnung, da du mir bei meiner Nachforschung geholfen hast. Die plötzlich ökologischen Veränderungen in dieser Region müssen weiter untersucht werden. Deshalb brauche ich weiterhin deine Dienste. Speichere meine Nummer ab. Oh, guck mal. Sojasauce. Okay. Wer hätte gedacht, dass du tatsächlich schaffen würdest, es zu bergen? Ich hatte erwartet, dass du da unten sozusagen dein Haltbarkeitsdatum erreichst. Es scheint, als hätte ich dich leicht unterschätzt. Nun gut. Ich zeige dir, wie du mit diesen Materialien ein einfaches Unterwassergewehr bauen kannst. Lade dir zuerst Duffs Waffenladen auf dein Handy herunter. Es kommt mit mir sozusagen nur 42 MB. Gucken wir mal nach. Okay. Herstellen. Sieht aus wie der WoW. Oh Gott. Was für ein Freak. Waffe sofort ausrüsten? Okay. Haha. Bei so einer passenden Erklärung hätte sogar jemand wie du es verstehen können. Naja, stimmt wohl. Oh, und noch eine Sache. Ich habe dafür gesorgt, dass du jetzt auch unter Wasser Waffenkisten öffnen kannst. Wow, Waffenkisten? Du kannst sie nicht mit an Land nehmen, aber da unten können sie dir dann noch helfen. Ach, und ich werde die Informationen über die von dir gefundenen Waffen aufzeichnen und daraus Blaupausen für dich erstellen. Waffen, die mit Hilfe von Blaupausen gemacht werden, werden unter Wasser nicht kaputt gehen. Jedenfalls wird der Meister dich genau im Auge behalten. Auf nimmer Wiedersehen. Okay. Waffenladen. Du kannst Waffen herstellen. Bei genügend Waffenkaufen erhältst du eine spezielle Blaupause. Du hast 100 Goldmünzen gesammelt. Gute Arbeit, das sollte genug sein, um zu reparieren, was kaputt ist. Dann gib mir etwas Zeit, diese Reparaturen müssen ordentlich gemacht werden. Ich hoffe wirklich, dass die Gäste weiterhin kommen. Ich glaube schon. So. Er sagt, schließ ihn herab und bereite alles mit Sushi-Panschi vor. Sushi. Gucken wir mal nach, was wir da jetzt machen müssen. In seinem feinen, piekefeinen Restaurant. Bum, 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 bum. Sollen wir öffnen? Ja klar, jetzt geht's los. Bin ich mal gespannt, ob wir das alles hinkriegen.
Es gibt kein Gericht auf der Speisekarte. Ah, verdammt. Hab ich vergessen. Und? Na, da kommt schon eine. Gibt ja einen Safter da hinten, was ist das? Oh, der will schon noch einen Drink haben. Oh, einen kleinen grünen Tee. Okay. Gibt keine gerichtete Speisekarte? Ach, verdammt. Echt? So schnell sind die alle gegangen? Okay. Einen haben da. Und Tee? Schon Gericht haben, okay. Und du? Gehen wir schon holen das Essen. Hä? Ja. Komm, gib mir das Essen. Yummy, yummy. My tummy. Bereits geschlossen, okay. Hätte wahrscheinlich mehr sein können, aber naja, was soll's. Oh, Montag. Der 3. Oktober. Bist du zufälligerweise Dave? Ja, womit kann ich helfen? Wow, bei diesen Dingen liege ich immer richtig. Schön, dich kennst du denn. Ich bin Dr. Bacon, ein Archäologe, der die Zivilisation des Seevolks studiert. Die Seevolk-Zivilisation? Haha, ich werde es dir erklären. Was für ein Glück, dass du einen Experten wie mich hast, der dir davon berichten kann. Vielleicht hätte ich dich nicht fragen sollen. Oh. Die Zivilisation des Seevolks lebt in Legenden. Es heißt, dass sie diese Region vor langer Zeit... Sie verehrten Fische und sie besaßen Kiemen, mit denen sie unter Wasser leben konnten. Sie lebten in den Tiefen, was ihnen erlaubte zu gedeihen, ohne sich um eine Invasion durch andere Zivilisationen Gedanken machen zu müssen. Aber plötzlich veränderte sich der Meeresboden und führte zu einem abrupten Untergang. Das ist ziemlich alles, was es zu dieser Geschichte gibt. Es halten sich natürlich Mythen und so. Aber der Beweis, dass es sie wirklich gibt, wurde ganz in der Nähe des Ortes gefunden. So? Dies ist ein erstaunlicher Fund, der die gesamte Forschungswelt auf den Kopf stellen könnte. Eine alte Zivilisation unter dem Meer, so etwas kennt man nur aus Comics oder Spielen. Was macht dich so sicher, dass es sie wirklich gibt? Gab? Mein Assistent hat in der Nähe gefundenes Artefakt genau untersucht und festgestellt, dass es von keiner uns unbekannten Zivilisation stammt. Es wird auch etwa 1500 Jahre datiert. Damals gab es in diesen Breiten noch keine Zivilisation. Das ist interessant, aber was möchtest du von mir? Nun, es ist so, die Investitionen meines Assistenten in Kryptowährungen haben sich nicht gerade bezahlt gemacht und er wird für eine ganze Weile nicht mehr da sein. Deshalb möchte ich dich bitten, mir zu helfen. Mein Assistent sagte mir, dass das Artefakt etwa 70 Meter unter der Wasseroberfläche gefunden wurde. Bitte sieh es dir an. Wir sind mit der Sushi-Bar beschäftigt, ich glaube, wir können nicht. Ha, tut mir leid, dass ich die Unterhaltung unterbreche. Ich bin Cobra, ich arbeite mit Dave. Natürlich helfen wir. Wir haben keine Zeit, um nach Artefakten zu suchen. Denk doch mal drüber nach. Wenn wir eine Unterwasserzivilisation entdecken, werden unzählige Menschen hierher strömen. Das Bancho-Sushi wird aus allen Nähten platzen. Oh, da ist wohl was dran.
Nun gut, ich helfe dir. Was für ein Glück. Oh, natürlich sollst du das nicht umsonst für mich arbeiten. Ich werde den Taucheranzug, den du trägst, kostenlos auf. Oh, mit einem veredelten Taucheranzug kannst du tiefer tauchen. Ah, cool. Na, besser. Wir sollten zuerst die iDaver-App auf dein Telefon installieren. Na klar, alles auf dem Telefon. Schön viel Schrott. Gucken wir mal. So, einmal installieren. Ah, guck mal da. Aufwerten. Jetzt kannst du noch ein bisschen tiefer tauchen. Wenn du genügend Geld hast, kannst du mit der iDev noch andere Ausrüstungen verbessern. Vergiss nie, unter Wasser kann alles Mögliche passieren. Wir bleiben in Kontakt. Hm. Bessere Ausrüstung. Erste Ausrüstung, Aufwertung. So. Ja. Was sagt ihr? Machen wir ein Päuschen hier? Ich würde sagen, ja, ne? Dreiviertel Stunde sollte wohl reichen. Wie gesagt, ein witziges Spiel. Wirklich witzig. Ich glaube, wir bleiben mal am Ball und schauen uns das weiter an. Ja, fürs Erste erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, bis dann. Tschüss.